Hallo da draußen und herzlich willkommen zu meinem Monatsrückblick für den Monat Januar. Ja, dieses Video kommt ein bisschen später und für alle, die mein Your Choice Video jetzt schon gesehen haben, wundert euch nicht, dass ich jetzt das alles nochmal sage, was ich da gesagt habe. Und zwar, tut mir leid, ich hatte ja eigentlich noch zwei Videos auf Lager, einen Book Haul und eine Rezension, die wird es erst später geben. Genauso wie ist meine Rezension zu Die Antiquarin, mein Buch im Januar gelesen, erst am Montag oder Dienstag geben wird. Aber ich wollte das jetzt nochmal hier so wiederholen, dass ich ein bisschen weniger Zeit hatte für die Leute, die lieber einen Monatsrückblick anschauen und nicht diese Your Choice Videos. Darum sage ich das nochmal. Also ich bin noch nicht senil, aber ich wollte das einfach nochmal gesagt haben. Nun, dann wollen wir doch nochmal nach meinem kleinen süßen Buch schauen. Übrigens möchte ich euch da auch gleich was zeigen, beziehungsweise ich habe, bevor ich euch jetzt meine gelesenen Bücher zeige, gleich mal eine Frage an euch. Und zwar schreibe ich hier alles hier schön in mein Büchlein rein. Da gibt es ja diese Coverwall zum Beispiel, die ist recht ausgefüllt. Aber es gibt auch jetzt sowas. Dadurch, dass ich nicht mehr so viele Bücher kaufe, geschenkt kriege und auch nicht Rezensionsexemplare kriege, ist die Seite irgendwie so leer. Und habt ihr vielleicht Tipps, was ich da reinkleben könnte? Wisst ihr irgendwas Buchiges, was man reinkleben kann? Ich habe es schon probiert. Das einzigste Schnipselchen, was buchig war, war dieser Mini-Buchstapel. Alles andere von meiner Schnipselsammlung, die ich mal angelegt hatte für mein Bookjournal, passt irgendwie nicht. Und ich finde das schade, wenn die Seiten irgendwie so leer sind. Also vielleicht habt ihr da einen Tipp für mich. Ich bin offen dafür und möchte die Seiten ein bisschen verschönern. Dazu muss man jetzt wissen, ich bin überhaupt nicht künstlerisch voll begabt. Also zeichnen kann ich gar nicht, beziehungsweise immer nur nicht abpausen, sondern abzeichnen. Das kann ich hier relativ gut bei Zeichentrickfiguren, aber ich kann nichts aus freier Hand zeichnen. Darum möchte ich da irgendwas einkleben und das richtig dick und voll werden lassen, dieses Buch, dass das ganz toll wird. Das war meine Frage an euch und nun kommt endlich der Monatsrückblick nach ewigem Geschwafel. Also, ich habe diesen Monat 11 Bücher gelesen und hatte 6 Buchzugänge. Das bedeutet, mein Start-Sub, also ich sage immer Sub, wenn mich da wieder irgendjemand berichtigt, ich sage Sub, lag also bei 257 und liegt nun bei 252. Sprich, ich habe abgebaut. Yeah, yeah. Hoffen wir, dass das ganze Jahr so weitergeht. Dann habe ich insgesamt 3359 Seiten gelesen. Das macht durchschnittlich 108,35 Seiten. Ist nicht sehr viel. Also das werden wir auch nachher nochmal bereden müssen bei meinen Challenges. Nun zeige ich euch aber, was ich gelesen habe. Ich hoffe, ich kann das hier so gut hinlegen. So. Denn irgendwie habe ich nicht alle Bücher da, weil ich auch was verliehen habe. Und zwar mein erstes Buch in diesem Jahr war Crossfire, Versuchung von Sylvia Day. Ich hatte es ja schon in irgendeinem Video gesagt. Ach ja, in meinem Book Haul, der noch nicht hochgeladen ist, habe ich gesagt, wie toll ich dieses Buch fand. Ich habe auch eine Rezension auf dem Blog. Gefällt mir besser als 80 Days, gefällt mir besser als Shades of Grey und ich freue mich schon tierisch auf den zweiten Teil, weil ich glaube, dass der ganz gut sein wird. Dann, wenn wir es gerade von 80 Days haben, das Buch habe ich jetzt verliehen, habe ich Band 2 gelesen, Die Farbe der Begierde, und ich muss sagen, ich habe jetzt hier auch die Bewertung aufgeschrieben, kann ich gleich sagen, also das hat 4 von 5 Büchern gekriegt und 80 Days, das ich jetzt nicht in der Hand habe, hat nur 2 von 5 Büchern gekriegt, weil das war echt grottenschlecht. Soll heißen, mir hat ja am ersten Teil so gefallen, dass die Hauptfiguren so selbstständig sind und wissen, was sie wollen und wissen, ja, es geht um Sex und um schmutzigen Sex und so weiter und so fort. Und dass da die Fronten so klar waren, also dass da nichts, keine reingequetschte Love Story reingemischt wurde, sondern eigentlich nur Lust und Begierde das Thema war. Und Band 2 war dann, da fand ich, dass die Figuren so in Rollenmuster gequetscht wurden, die gar nicht gepasst haben und dadurch auch alles zerstört wurde und alles doof war und alles. Und es hat mir wirklich einfach nicht gefallen. Ich habe jetzt trotzdem den dritten Teil hier
Habe jetzt aber momentan irgendwie nicht Lust, das zu lesen. Aber ich werde es bald lesen und hoffe, dass es dann ein besseres Ende gibt. Mit 3, beziehungsweise ich werde auch definitiv nach Band 3 aufhören, ich werde nicht diese Spin-offs lesen. Gut, dann habe ich gelesen diese Buch der Schattenreihe von Kate Tiernan auf Englisch, und zwar Seeker, Band 10, Origins, Band 11 und Eclipse, Band 12. Hierzu muss ich sagen, Seeker kriegt 4 von 5 Büchern, Origins kriegt 3 von 5 Büchern und Eclipse kriegt 4 von 5 Büchern. Ich habe nämlich nach Origins, Band 11, eine Pause gemacht und nicht gleich Eclipse gelesen. Genau. Denn mir hat das nicht so gefallen. Band 11 war zwar gut für die Story, war für mich recht langweilig und da hatte ich erstmal keine Lust. Ich will jetzt nicht genau verraten, was so störend war, aber es war so. Und ja. Und jetzt habe ich irgendwie auch keine Lust mehr, den letzten Band, also die letzten 3 Bände zu lesen. Ja, man wird irgendwie so... Ja, bei der Buch der Schattenreihe ist das immer so ein Auf und Ab, ob es einem gefällt. Aber ich muss sagen, ich bin echt froh, dass ich aufs Englische umgestiegen bin. Denn wenn man bedenkt, ich habe es ja schon mal gesagt, die 3 Bücher in einem haben genauso viel gekostet wie eins auf Deutsch. Und da mich Band 11 echt so nicht interessiert hat, war das schon mal sehr positiv. Also das habe ich gelesen. Dann habe ich 2 Bücher auf dem Kindle gelesen. Und ich muss sagen, die habe ich, eins davon habe ich verschlungen. Glaube ich gehört, hat mit einem anderen Buch die beste Bewertung diesen Monat. Also zuerst einmal habe ich Unerwartet gelesen, das neue Buch von Melanie Hinz. Das hat von mir 4 von 5 Büchern bekommen. Ist ein Erotikroman und dabei geht es um die Liebe zu dritt. Nein, keine nur sexuellen Sachen, sondern eigentlich wirklich um Liebe und um Vertrauen und um Leidenschaft. Ich habe eine schriftliche Rezension dazu geschrieben. Das hat mir gefallen, aber auch irgendwie hat es mich, ich will jetzt nicht sagen verstört, das wäre mich nicht der richtige Ausdruck, aber ich bin doch nicht ganz warm damit geworden. Also dann dieses, also es geht halt darum, dass sich eine Frau verliebt in einen Mann und dann kommt der beste Freund von diesem Typen dazu und dann sind halt irgendwie alle 3 ineinander verliebt und das war für mich, ich weiß nicht, es war komisch, aber es war gut. Und da mir schon mal vor langer Zeit nie genug von Melanie Hinze empfohlen wurde, habe ich mir das danach auch gleich runtergeladen. Ihr wisst, ich hatte ja mal ein Buch rezensiert, mein Gott, wenn mir die Namen einfallen, von Nancy Shelchow, ihr zweites Buch, glaube ich, ihr drittes war das, wo ich gelesen habe. Ich weiß jetzt nicht, wie es heißt, das ist total peinlich. Auf jeden Fall ging es da auch darum, dass eine Frau so ein bisschen moppelig ist und dann nimmt sie ab und ihr Freund, der will das nicht und so ganz süße Love Story eben. Und dann hat mir eine Zuschauerin empfohlen, Nie genug von Melanie Hinz, und ich habe das lange nicht gekauft und dann habe ich mir das gekauft, nachdem ich Unerwartet gelesen habe. Und diesem Buch, Nie genug, habe ich 5 Bücher gegeben. Meine lieben Zuschauer, Freunde, Mitbuchblogger, ja, es ist ein Erotikbuch, aber... Also ich habe diesmal halt irgendwie viel Erotik gelesen, aber nie genug, also beziehungsweise allgemein die Bücher von Melanie Hinz, finde ich, sind nicht volle Kanone Erotik. Also, wie sage ich das jetzt? Natürlich geht es um Sex und sowas, aber wenn man das jetzt vergleicht mit dieser Mutter aller Erotikbücher, Shades of Grey, was ich übrigens hasse, dass das dieser Vorreiter ist, wie als würde es nichts anderes geben, wo ja wirklich einfach nur sehr viel Sexszenen sind und die Story so dazwischen kommt, ist das bei Melanie Hinze so, erst Story, dann prickelnde Erotik und dann so weiter. Und ich habe das, also ich habe Unerwartet ausgelesen, ich glaube, das war ein Freitag, und da habe ich mir gedacht, ach, hast ein Kindle gerade in der Hand, lädst dir jetzt einfach noch nie genug runter, und habe angefangen und ich habe nicht aufgehört. Ich bin dann zwar irgendwann mal von der Couch ins Bett, aber ich habe nicht aufgehört. Ich glaube, ich habe bis 1 oder 2 in der Früh gelesen. Ich habe das Buch komplett zu Ende gelesen. Habe am nächsten Tag nochmal meine Lieblingsszenen gelesen. Also eigentlich habe ich viel mehr Seiten gelesen, als ich aufgeschrieben habe. Aber ich habe meine Rereads da nicht eingebaut. Und das hat mir einfach so gefallen. Ich habe dazu jetzt keine Rezension gemacht, obwohl es mir so gefallen hätte. Weil dazu später nochmal was. Aber ich habe es halt einfach nicht gemacht. Aber es ist so süß, weil...
Sie ist eine heimliche Erotikautorin und ja, so ein Moppel-Ich eben, und trifft da diesen unheimlich gut aussehenden, durchtrainierten Typen. Und der ist auch noch scharf auf sie und sie kann das nicht glauben und steht sich oft selbst im Weg und hat viel durchgemacht und ja, und das, die Liebe zwischen den beiden wird ihnen nicht gerade leicht gemacht. Und das ist so eine süße Liebesgeschichte. Ach, die könnte ich immer wieder lesen. Dazu später auch nochmal was mit dem immer wieder lesen. Dann habe ich gelesen Kuckucksmädchen von Eva Lohmann. Ging jetzt da die Rezension schon online? Ich glaube nicht. Aber ich habe schon angefangen, die zu schreiben. Und zwar habe ich dem Kuckucksmädchen 4 von 5 Büchern gegeben. Eva Lohmanns erster Roman, 8 Wochen verrückt, hat mich ja ziemlich begeistert. Hier geht es darum, um unsere Generation sozusagen. Es ist sozusagen ein Generationenbuch, in dem wir die freie Wahl haben und damit eigentlich machen könnten, was wir wollen, aber wie wir trotzdem deswegen unglücklich sind. Fand ich recht lustig zu lesen, sehr schön wieder geschrieben, sehr toller Schreibstil, kann ich also nur empfehlen. Dann habe ich gelesen, nachdem es ja monatelang auf meinem Subregal stand, Meeresrauschen von Patricia Schröder. Da habt ihr die Rezension auch schon gesehen. Ihr wisst auch, für das gab es auch 4 von 5 Büchern. Cover toll, Geschichte toll, kann es kaum erwarten weiterzulesen. Dann das vorletzte Buch war der 2. Teil der Angel Fire-Reihe Auf den Schwingen des Bösen von Courtney Alison Moulton. Hat von mir 5 Bücher gekriegt, weil ich die Reihe ganz gut finde. Und hier geht es nicht, hier geht es vielmehr um Ellie und Will. Also so, und nebenher diese ganze Reaper-Geschichte, und das fand ich ganz toll. Und als letztes habe ich dann gelesen Die Antiquarin von Sheridan Hay. Beziehungsweise, ich muss zugeben, ich habe die letzten 40 Seiten am Freitag gelesen, also sprich im Februar. Ich habe es jetzt trotzdem im Januar getan. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Diesem Buch habe ich 4 von 5 Büchern gegeben. Rezensionen dazu gibt es noch. Also müsst ihr diese abwarten, bis ich mehr dazu sage. Ja, das war mein Monat. Dann kommen wir doch noch zu meinen Challenges. Ich habe ja gesagt, ich möchte darüber noch eins weiter aufklären. Also, für meine Buchreihen-Challenge habe ich keine Buchreihe beendet. Ich habe lediglich den 2. Teil von 80 Days, Angel Fire und der Meeressaga gelesen. Den 1. Teil von Crossfire und Band 10, 11 und 12 der Book of Shadows-Reihe. Also ich habe zwar fleißig an meinen Reihen gelesen, aber nichts beendet. Dann für die Sub-Abbau-Challenge, heißt Bücher, die vor 2012 gekauft wurden. Hatte ich das richtig im Kopf? Habe ich ein Buch gelesen, und zwar Die Antiquarin. Und jetzt kommt natürlich die wichtigste Challenge, die Bücherkonto-Challenge. Nun, ich hatte ein Startguthaben von 50 Euro. Ich hatte Ausgaben für 2 Bücher, waren es 20,98 Euro. Dann habe ich einen Abzug erhalten, denn ich habe zwar mehr gelesen als gekauft, ich habe die 10 Bücher geschafft, aber ich habe es nicht geschafft, 3500 Seiten zu lesen, sondern ich habe ja nur diese 3300 irgendwas gelesen. Darum hatte ich einen Abzug von 1,41 Euro. Einnahmen hatte ich für 10 gelesene Bücher und ein gelesenes Buch von der Alt-Sub-Abbau, also von der Sub-Abbau-Challenge, 22,50 Euro. Sprich, das würde eigentlich ein Guthaben geben von 50,11 Euro. Aber, und jetzt kommt's, ich habe noch einen Amazon-Gutschein gekriegt für 30 Euro und das tue ich auf mein Bücherkonto dazu, sprich ich habe 80,11 Euro. Jetzt möchte ich euch sagen, jetzt können wir das Büchlein hier schließen, wie es dazu gekommen ist. Ich habe die letzten Wochen ein bisschen mein Bücherregal mächtig aussortiert, weil ich einfach mich auch so ein bisschen von so Buchleichen befreien wollte. Ich habe einiges verkauft über Rebuy, gebe ich zu. Und ich habe einiges auf meinen Blog gestellt zum Tauschen, weil ich habe ja auch Rezensionsexemplare gekriegt und diese tausche ich auf meinem Blog. Es sind auch aber nicht Rezensionsexemplare, also ich würde auch verkaufen. Und da war eben die Sache mit Evermore. Evermore hat mir nicht so gut gefallen.
Und Evermore hat zwar super in das Eckregal meines Billys gepasst, weil Evermore mit Everlight hat genau dieses schmale Billy-Regalbrett voll ausgefüllt, sah super, super duper aus. Aber dann habe ich mir gedacht, du liest Evermore nie, nie wieder. Es gibt bestimmt, also ich bin sowieso nicht dieser totale Rereader, aber es gibt so Bücher, die waren doch toll und schön und schauen toll aus und die möchte man im Regal haben. Evermore, nein, danke, brauche ich nicht. Und so habe ich auf Facebook gefragt, wer hätte da denn Interesse. Und dann hat die liebe Steffi geschrieben, dass sie die gern haben möchte. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass es eben einen Amazon-Gutschein gibt für 30 Euro. Die Bücher sind auch schon unterwegs. Ich hoffe, du hast sie bald, Steffi. Und jetzt habe ich mir überlegt, ja, was mache ich jetzt damit? Ich habe mir jetzt gedacht, ich packe es einfach auf mein Bücherkonto drauf, denn wenn ich sie mir kaufen würde und als Geschenk markieren würde, würde es nicht stimmen und getauscht sind sie auch nicht, also würde es auch nicht stimmen. Also habe ich mir gedacht, ich packe es drauf, das sind die 30 Euro, die da mehr drauf sind. Sind dann aber auch definitiv keine Ausgaben aus meinem Gap-Beutel, was praktisch ist, aber ich heb mir den noch auf, denn Ende Februar, Anfang März kommen einige Bücher, die ich haben will und da ist es sogar recht praktisch, dass ich sogar jetzt ein bisschen mehr Kohle habe. Wie ihr es schon rausgehört habt, ich habe auch Bücher getauscht. Also ich habe jetzt am Samstag und am Freitag. Also am Freitag habe ich ein WC-Exemplar gekriegt und jetzt sind heute zwei Tauschbücher gekommen, beziehungsweise halt, stimmt nicht, ein Tauschbuch und ein Buch, das ich mir gekauft habe bei der lieben Franzi. Bücherchaos wollte jetzt bei sich auch ausgemistet und wollte Geld, da habe ich mir Madame Mallory gekauft. Also ihr seht das ja dann eh irgendwann in meinem Bücherding. Ich sag euch schon mal, das hat 5,65 Euro mit Versand gekostet. Und das waren meine ersten Ausgaben im Februar. Obwohl ich die am Donnerstag per Amazon-Gutschein ihr gegeben habe, habe ich es jetzt trotzdem auf Februar getan, weil ich habe ja das Buch heute erst gekriegt. Also ich hoffe, ihr findet meine Logik auch nachvollziehbar. Ja genau, und deswegen ist meine Tauschecke aufgestockt und deswegen habe ich 30 Euro mehr auf meinem Bücherkonto und ja, das war's. Dann wollte ich ja noch was sagen mit diesem Reread, also jetzt, wenn wir meinen Januar auch nochmal so reflektieren, war es viel Arbeit, obwohl ich ja die erste Januarwoche halb frei hatte und viel Stress und Schulung und darum, wie gesagt, bin ich mit meiner Blogarbeit nicht hinterhergekommen, ich bin lang mit meiner Bücherlisten nicht hinterhergekommen, ich muss jetzt immer noch Bilder in die Tauschecke hochladen und. Aber ich habe etwas für mich entdeckt. Und zwar habe ich ja nicht immer meinen Kindle dabei, sprich nicht immer ein Buch. Und ich musste zum Arzt und mir war da so langweilig und ich habe ja, das Bild muss geil sein, also ich habe ja ein Smartphone seit neuestem, also ein paar Monate. Und dann dachte ich mir so, ich habe nämlich darauf ein paar Apps, also ich bin nicht der totale App-Junkie, aber ich habe diese Amazon-App und Leo-App und sonst eh nicht viel, gell? Also wie gesagt, ich bin nicht dieser Wetter-App, Twitter, YouTube-App, also ich bin nicht dieser App-Freak. Aber dann habe ich so bei Amazon geschaut und habe mir gedacht, ach, kann man denn nicht irgendwie sein Kindle-Buch lesen? Weil ich dachte mir, bist du beim Arzt, hast du nichts zu tun, dann könntest du so in irgendeinem Kindle-Buch lesen, zum Beispiel Nie genug von Melanie Hinz. Und dann fällt es mir wie Schuppen von den Augen, es gibt ja die Kindle-Lese-App. Sprich, man muss jetzt, um E-Books zu lesen, ja auch definitiv kein Kindle sich kaufen, sondern man kann ja auch übers Handy das lesen. Und ich habe mir die gekauft. Ich hoffe, ich darf die zeigen, ohne dass es Ärger gibt. Das wäre hier diese. Und ja, ich gehe dann in mein Büchlein, Nie genug, und kann dann lesen. Also das seht ihr jetzt hier überhaupt nicht. Und ist eigentlich recht angenehm. Ich kann die Größe einstellen. Wieder auf Inhalte. Ich kann mir in mein Archiv alles durchschauen, kann mir dann die aufs Gerät laden und wenn ich das auch nicht mehr lesen will, könnte ich es wieder runterschmeißen, um Speicher zu sparen. Weil im Archiv ist das ja immer gespeichert. Das ist ja für den Kindle so. Wenn ich einen neuen Kindle hätte, könnte ich mir die wieder aufs neue Gerät laden. Und so ist das mit der App auch. Und jetzt dachte ich mir gerade, finde ich super praktisch, wird dann ja auch, ich könnte auch hier über mein Handy, machen wir so, über mein Handy, Smartphone kaufen und kommt auf mein
Smartphone und kommt aber auch später, wenn ich mein Wireless einschalte, auf mein Kindle. Unheimlich praktisch. Und ich verstehe auch, warum manche sagen, sie lesen über das Smartphone und nicht über ein Kindle oder Reader, weil für unterwegs, muss ich sagen, finde ich das unheimlich praktisch, weil ich mittlerweile wirklich nicht mehr der Mensch bin, wo immer ein Buch mitschleppt, außer ich fahre in Urlaub. Und wenn ich mal irgendwo bin, Arzt oder irgendwo warten muss, sei es was auch immer, dann lese ich vielleicht nichts Neues, weil ich lese ja noch nicht so viele Bücher über den Kindle, aber ich kann in meinen Lieblingsbüchern blättern und mich beschäftigen und ist doch auch praktisch. Also ich verstehe das, wenn Leute sagen, dass sie das nicht haben, weil ihnen das für unterwegs reicht. Unheimlich toll. Wollte ich euch sagen, habe ich entdeckt für mich diesen Monat, dass ich jetzt da der neuen Technik voll gegenüber offen bin, weil ich bin ja so ein, ja nicht Technikmuffel, aber ich tue mich manchmal schwer mit neuen Dingen. Ja, das war dann mein Januar. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit meinem Gelaber. Ja, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann!